Eine der besten Low-Budget-Isomatten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Mythos Thermarest Rich Rest. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo. Ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Und heute geht es um eine Langzeit-Review zur Thermarest Rich Rest in der nicht beschichteten Variante. Diese Isomatte hatte ich jetzt schon auf einigen Touren dabei, habe sie auch schon Jahre in Benutzung und bin sehr zufrieden. Deshalb teile ich dir heute meine Meinung dazu mit. Links für weitere Details findest du natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken. Kommen wir jetzt einmal zu den harten Fakten. Die Thermarest Rich Rest kostet ungefähr 25 bis 35 Euro, je nachdem, ob du sie in der Version haben möchtest oder in einer beschichteten Version. Da ist, glaube ich, so eine Alubedampfung drauf, damit du noch mal ein bisschen mehr Wärmereflexion zum Draufschlafen hast. Und kommt in verschiedenen Größen daher. Ich habe hier zum Beispiel die Large-Größe, die ist knapp 1,95 x 63 cm mal 1,3 cm in der Dicke. Sie hat einen R-Wert von, ich glaube, knapp 2,6. Das heißt, sie geht um und bei 0 Grad, auch ein bisschen unter 0 Grad, je nachdem, wie abgehärtet du bist. Und das Ganze besteht aus einem Eva-Zote-Schaumstoff. Das ist der beste Schaumstoff, soweit ich Bescheid weiß, den man benutzen kann für die Isolierung. Das heißt, die Isolierung funktioniert so, dass hier überall Luftbläschen in diesem Kunststoff eingeschlossen sind und somit erwärmt werden und dich dann isolieren vor der Bodenkälte. Und das erklärt tatsächlich auch den guten R-Wert, weil dieser Stoff so gut funktioniert und dabei auch relativ leicht ist. Denn das Ding hier wiegt jetzt knapp 400 Gramm und ist unfassbar robust. Also das ist mit dem Preis einfach einer meiner absoluten Argumente für dieses Ding. Ich habe es sehr, sehr gerne einfach außen am Rucksack dran und es ist völlig egal, ob du durch Regen gehst, ob du durch Hagel gehst, ob du dich da drauf setzt oder sonst irgendwas. Du kannst es knicken, du kannst dich da drauf, du kannst es rumwerfen, durch den Dreck schmeißen, es kann nass werden. Du kannst sogar mit einem Messer hingehen und ein Loch reinmachen. Es bleibt trotzdem die grundsätzliche Isolationskraft vorhanden. Das ist bei solchen Eva-Zote-Schaummatten, vor allem bei der hier, einfach top. Das ist so das Hauptargument, weshalb ich die so geil finde, weil du kannst dich damit halt, wenn du natürlich auf dem Boden schläfst, auf alles rauflegen, was du willst. Ob es nun Kieselsteine ist oder wahrscheinlich sogar Glasscherben könntest du dich drauflegen. Das würde wahrscheinlich schon zerschneiden in der Nacht, aber selbst das würde das Ding grundsätzlich aushalten, dich immer noch isolieren. Also das ist unglaublich, was dieser Schaumstoff einfach ab kann. Und in Kombination zum Beispiel mit einer dann komfortgebenden Luftmatratze, da kommen wir nämlich gleich zu einem Nachteil von diesem dünnen Schaumstoff in dem Sinne, kannst du damit auch wirklich ein bequemes Nachtlager erreichen. Alleine ist das Ding nicht besonders bequem. Es ist bequemer als auf dem Boden schlafen und wenn du auf einem sehr humusreichen Boden sowieso schläfst mit der zusammen, dann funktioniert das manchmal auch ganz gut, habe ich schon gemacht. Ne? Also humusreich heißt, dass da sehr viele Nadeln liegen, dass du einen sehr fluffigen Boden und keinen sehr harten Boden hast. Und dann zusammen mit der reicht das oftmals schon, außer natürlich du hast einen sehr anfälligen Rücken. Was ist noch zu bemängeln? Natürlich das viel zu riesige Packmaß. Ne? Ihr seht das, das Ding ist riesig, deshalb macht man es auch außen dran und da stört es dann halt einfach nicht. Und eben mit der Robustheit zusammen muss man sich da auch keine Gedanken machen. Jetzt kann es natürlich sein, dass man nichts außen befestigen möchte. Das heißt, man hat dann ja diese Breite an quer und man möchte irgendwie sehr dünn unterwegs sein sozusagen. Weil in Hochgebirgspassagen und so kann das manchmal von Vorteil sein, dass du nirgendwo hängen bleibst. Aber ich bin nicht in Hochgebirgspassagen unterwegs. Zumindest nicht über, ich glaube, 2.500 Meter war bis jetzt das höchste bei mir. Und auch da funktioniert das einigermaßen gut, ja? Weil sie halt auch nichts wiegt. Das heißt, selbst wenn du mal mit der irgendwo hängen bleibst, ist nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so, als wenn du dann damit umgeworfen werden würdest oder etwas in der Richtung. Also, Vorteil. Sie ist leicht. Sie ist unglaublich robust. Sie hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Gegensatz, also mit ihrem R-Wert zusammen und kann auch von der schlichten Optik her einfach gut benutzt werden. Nachteil, riesiges Packmaß und nicht besonders bequem. Ne? Da kann man noch mehr rausholen mit Luftmatratzen oder selbst aufblasenden Isomatten. Tja, die Thermarest Rich Rest. Einfach ein gutes Ding, um das dann beizuhaben, weil du kannst es halt auch mitten, wenn du eine Pause machst mit dem Rucksack, kann ich jetzt hier das einfach so auswerfen und dann kann ich mich auf den kleinen Baum hier drauflegen und einfach eine Runde chillen. Oh.
Ne? Das funktioniert also super gut. Und genau deshalb mag ich die auch so gerne. Weil du sie halt außen dran haben kannst. Und nicht wie bei einer selbstaufblasenden Matte Angst haben musst, dass sie durchstochen wird von irgendwas, dass sie nass wird und dadurch innen drin irgendwas verklebt oder deverklebt sozusagen. Und du musst sie halt auch nicht aufpumpen. Ne? Es ist ein bequemlicher, guter Gegenstand für einen ordentlichen Preis und deshalb ist das Ding top. Zumindest in meinem Setup zum Trekking. Ich hoffe, das Video über die Tamrest Ridge Rats hat dir gefallen. Es werden auch noch weitere Videos kommen, natürlich über andere Isomatten im Vergleich, beziehungsweise kamen auch schon. Es gibt für Isomatten immer unterschiedliche Anwendungsbereiche. Man muss halt nur wissen, für welche Ausrüstung, für welche Situation man am liebsten haben möchte. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, wie immer, über Ausrüstung. Auf dem kleinen Button hier kannst du mich abonnieren und alle Infos, die du brauchen könntest, sind in der Videobeschreibung. Wenn du da mal was nicht findest, schreib mir einen Kommentar rein und dann kann ich darauf antworten. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.